Tritt im Morgenrot daher, Branche im Strahlenmeer. Oh, du Hocherhabener. Tritt im Morgenrot daher. Die Schweizer Nationalhymne. Seit 1961 in Gebrauch und doch kann sie heute fast niemand richtig singen. Zeit also für etwas Neues, findet die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft. Per Online-Voting kann die Bevölkerung ab heute unter nationalhymne.ch aus 6 Vorschlägen ihren Favorit auswählen. Wir haben den Leuten auf der Straße schon mal ein paar Kostproben gegeben. Danke dem, was uns ernährt, danke dem, was unversehrt durch die Zeit uns schlägt. Schöne Sätze drin, aber Begeisterungssturm kann ich nicht ausbrechen. Ja, also die will mir besser entsprechen, weil es ist eben fraglich, wie man sie kann mitsingen, weil ich finde, das muss einfach etwas sein, wo man Freude hat, wo man kann losschädern kann. Also, und das würde ich sagen, ist eher die Richtung, ja. Wir, das Volk der Freiheit. Für die, die es etwas traditioneller mögen, gibt es auch einen Vorschlag. Ich finde sie schön, aber es ist einfach mehr ein Heimatlied, es ist ja kein Nationalhymne. Es ist eben so ein bisschen, ja, eben nicht auf die Religion bezogen, sondern so ein bisschen auf das Gesamtschweizerische. Wir sind doch auch relativ viele verschiedene Teilnehmer mit der Französischen und Italiener und so, und dass das irgendwie so ein bisschen alles zusammenkommt, das finde ich cool. Es erinnert mich ein bisschen an einen Kirchenchor. Den Text finde ich, hat ein paar gute Sachen drin. Ja, jetzt wenn sie die Fussball-Nation auswendig lernen kann, dann ist es sowieso gut. Weißes Kreuz auf rotem Grund. Oder doch lieber die alte Melodie, nur mit neuem Text? Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. Vom Text her finde ich sie nicht einmal so schlecht, aber ja, es ist halt auch so ein bisschen bünzlig. Das erinnert mich einfach zu sehr an alten, also an bisherigen. Und jetzt wegen dem bisschen anderen Text, also das los ist nicht so genau. Also von dort her ist für mich das Hans was Heiri. Abstimmen über die Vorschläge kann die Bevölkerung bis im September 2015. Sobald der Sieger gekürt ist, wird der Bundesrat gebeten, den Vorschlag als neue Nationalhymne zu bestimmen.